Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Sacred 2 Diablo 2 Fallen Let's Play. Jo, es ist ziemlich schwer gewesen in letzter Zeit. Ich habe auch noch kurz einen Crash gehabt hier bei der brennenden Legion, heißt glaube ich die Quest. Und ich finde sie nicht mehr. Sie ist wahrscheinlich irgendwie ein bisschen falsch geprockt. Wir schauen nochmals durch. Jo, und ja, wir müssen so langsam auch Items bekommen. Da wir sonst einfach, ja, eben noch diese grauen Anfang-Items und so. Ja, die müssen wir jetzt dann noch einfach beim Händler mal ersetzen, wenn es die gibt. Aber scheinbar muss die hier irgendwo procken und kommt nicht. Wir sind auch schon hier oben gewesen in einer Aufnahme, die ich, glaube ich, nicht, ja, eben wegen dem Crash hochladen konnte. Nichts da war, kaputt war oder nicht gespeichert wurde eher. Und ja, eben das Spiel hat halt manchmal noch irgendwelche Probleme, vor allem mit Mods oder Mods, die Probleme machen, wie diese Mod. Und dann ist halt einfach das Spiel gecrashed oder der ganze PC stürzt irgendwie ab. Also sagt, ja, ich bin überfordert. Dabei, ja, ist mein PC echt ziemlich top und sollte so Games eigentlich locker aushalten. Genau weiß ich nicht, wieso das ist, aber solange ich noch natürlich noch Videos vom Spiel machen kann und das auch sehr, sehr lange nicht passiert, bin ich noch glücklich natürlich. Aber es ist natürlich schon ein Mehraufwand, oder? Also genau hier an dieser Kreuzung sollte eigentlich eine Schlacht zwischen ein paar lieben NPCs und ein paar bösen NPCs sein. Jo, aber ist irgendwie nicht. So. Echt schade. So, ich denke, das reicht. Und jetzt gehen wir hier oben oder gehen wir nach unten. Also die Quest gibt es irgendwie nicht. Wer weiß, wieso die Quest hier nicht kommt oder wann sie kommt und so, dann dürfte ich das gerne sagen. Das wäre cool, weil es gibt scheinbar zwei Schilde, die Legendary sind oder Unique sind. Legendary. Hier aber, ja, so gut sind sie nicht. Man muss sie nicht vermissen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Also, wir gehen einfach den Weg wieder runter. Leveln noch kurz und ja, müssen eben noch handeln. Ich denke, weil die Skelette sonst zu schwach sind, muss ich da noch einen Punkt dran investieren. Und jetzt eigentlich mehrheitlich auf Konzentration und also Konstitution. Wenn wir wirklich dann Itemprobleme haben mit den Resistenzen und so, dann müssen wir halt einfach auch Vitalität skillen. Aber ich denke, Intelligenz ist einfach besser, weil Minions ja nicht so ultra mega stark gegamebreakt werden können oder so. Gibt es ja in den meisten Games dann einfach irgendwelche Skalierungsprobleme mit Skills, die man einfach so ausführt. Und bei Minions hat man nur das Gefühl, sie sind doch ein bisschen schwächer. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, es wird schwächer. Es wird einfach schwierig sein, oder? Uns da ein bisschen zu skalieren. Also sieht ja jeder, auch der Unerfahrenste sieht, dass die Magier-Skelette ultra stark sind. Aber wie lange und was und so, das müssen wir ausprobieren. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, einen anderen Charakter dann zu spielen. Es geht ja meistens auch nicht so lange, wenn man jetzt nicht alle Nebenquests, alle Gegner farmt und so macht, ist das Spiel eigentlich nicht so extremst lange, wie man jetzt denkt. Aber man kann es gut durchrushen und dann einfach, sobald man wieder Lust hat, wieder mehr machen. Oder je nachdem, wie man halt Gegner besiegen kann. Seelenfänger. Frag mich, haben wir einen Golem, die Rune für Golem mal verwendet? Und jetzt einfach keine mehr, weil ich habe es jetzt momentan nicht mehr gefunden. Die Golem-Rune, man sieht es halt extremst schwach, wo der Golem ist, aber er ist irgendwie nicht hier. Ja, habe ich vor dem Bad aber auch nicht machen können. Also Seelenfänger, das ist der Golem. Okay, jetzt habe ich ihn wieder zweimal bekommen. Also scheinbar im letzten, vorletzten Part
einfach den Golem wieder so aufgebraucht ist und das Item weg ist im Inventar. Jo, einfach Übersichtprobleme im Inventar. Gut, ich wollte vor 2 Tagen wieder Windows 11 installieren, weil ja Windows 10 auch Probleme macht und dann habe ich lieber das neueste Betriebssystem. Aber scheinbar lässt sich das nicht installieren, weil ich irgendwie auch nicht ins BIOS komme, auch nicht diese Seite, also dieses Programm finde, wo man das dann umstellen kann. Es ist immer noch mega schwer zum Umstellen. Es ist nicht einfach so Knopfdrücken und man hat Windows 11. Wieso eigentlich nicht? Mano, ist doch unfair. Naja. Als Nutzer kann man halt vieles besser machen, aber arbeiten, hä? Arbeiten ist halt schwer. Was ist das für eine Quest? Ja, ich will nicht Schafe von der Weide holen, nein. Ich denke, ab Orkgebiet oder ab Seraphin-Insel können wir dann mehr Quests machen, aber wir haben noch so viel zu tun hier in der Menschenregion, das würde sonst so elend lang gehen. Ja, dass die Zuschauer auch nicht gerade so motiviert sind, oder? Weil das Game wird ja kaum Let's Played und die Aufrufe sind recht toll in manchen Parts. Dankeschön dafür. Dürft gerne eben auch irgendwelche Wünsche oder so senden, schreiben, damit wir da es euch so gut wie möglich machen können. Okay. Jetzt mal kurz. So. Das ist irgendwie so ein bisschen ein Kamerabug. Also was ich will, ist, sind die gelben rausholen. Die brauchen wir später vielleicht noch. Also so ein bisschen gelb. Ist von den, ja, Nebenprodukten. Wie soll ich denn sagen? Also die eine sind da, glaube ich, Reliquien. Und die anderen sind Essenzen, Alchemie-Zutaten. Die sind nicht gelb. Ich glaube, die sind immer noch weiß, oder? Und dann gibt es noch... Es gibt nichts mehr, glaube ich, oder? Naja. Also ich möchte unbedingt noch zum Beispiel ein Gürtel. Ja. Also wir haben ja noch nicht so viele Händler angeschaut und alle haben eigentlich keinen Gürtel gehabt. Rüstung. Mehr Rüstung. Schön. Oh, schön blau auf dem Charakter. Unterarmschützer. Das ist schade, das brauchen wir nicht. Gibt es kein Besseren. Ja, Maschine wäre es auch, aber das ist ganz weiß. Dann haben wir noch zum Beispiel einen Rock. Stahlkniepanzer. Das brauchen wir nicht und andere sind auch nicht da. Okay, dann sind wir echt ziemlich fertig. Wenn man jetzt 3,4, 3,5 kurz durchschauen, ist es nirgendwo. MF oder Resistenzen stark? Nö. Gut, dann gehen wir weiter. So, ja, das ist eine meiner Lieblingsstädte. Die ist ziemlich klein und meistens einfach nur ein Weg. Jetzt haben wir da oben. Da oben müssen wir eigentlich noch nicht hin oder gar nicht hin in Silber. Ich würde den Banshee dann gerne noch machen. Aber ich fände einfach den oder den hier. Müssen wir, glaube ich, von hier hin. Also für eine Länge. So, also den hier nicht, aber hier rein. Nobsthändler. Der Schlepper, der lebt hier nicht. Wer das behauptet, lügt wie gedruckt. Der Schlepper lebt in Orkenpfad, drüben im Westen. Aber verratet nicht, wer euch das gesagt hat. Jo, ein Saufer ist natürlich immer gut. Dort drüben müssen wir jetzt hin. Ah, das ist die Lichtkampagne, deshalb. Dann gehen wir einfach den direkten Weg hier rüber. Weil hier muss ich auch hin und Grunwald wollen wir auch noch anschauen. Das ist so ein optimaler Weg jetzt. Und ich möchte ja gerne die Spinne haben.
Die habe ich im letzten Part, den ich ja wegen dem Crash nicht hochladen konnte. Also da hat OBS die Datei zerstört. Jo, habe ich ein bisschen geredet über die Spinne, wegen so Phobien und so. Aber sie sieht so süß aus, das ist jetzt gar nicht schlimm für die Phobiekranken. Es gibt ja auch einen Unterschied, ob sie es wirklich im Real Life sehen oder ob sie es einfach im Bild sehen und so. Aber manche haben doch auch in Filmen oder in Spielen dann auch Angst natürlich. Das ist ja nicht eine Krankheit, das ist ein Schutz, der einfach ein bisschen übertrieben ist. Dass die da einfach, ja, dann diese Probleme haben, dass sie ein bisschen Angst haben, Frust oder, ja, wie sagt man denn, wenn man schlottert halt. Welche Knie bekommt. Ich habe ja eben eigentlich schon immer nie Angst gehabt. Ich habe ein bisschen eine Scheu gegen fremde Menschen gehabt und so. Als kleines Kind. Ein bisschen Höhenangst gehabt, aber nie extrem. Also würde ich es nicht machen. Also die Sachen habe ich trotzdem immer gemacht, auch wenn ich Angst gehabt habe. Das ist so gering gewesen, das hat man eigentlich fast nicht gemerkt. Nur so ein mulmiges Gefühl. Jetzt momentan greifen die Minions sehr gut an, das freut mich. Aber im letzten Part, da, wo wir am Anfang kurz herumgelaufen sind, im Kreis ungefähr, haben die immer aufgehört zu kämpfen. Das ist irgendwie ein Bug, dass die irgendwie so, sie haben meistens so Streifen, rote Streifen und so, dieses ein Programm, wo man designt oder Entwicklerprogramm, dann simuliert, was der Charakter jetzt gerade, also was das Skript gerade macht. Mit der KI. Und das ist irgendwie dann manchmal falsch. Und das kann man halt einfach irgendwie nicht beeinflussen. Also wahrscheinlich tue ich eher kürzlich vorher mal das Spiel neu starten. Wenn ich das gerade sehe. Also nicht mal in der Aufnahme, sogar vor der Aufnahme oder in einem Livestream dann manchmal besser. Jetzt müssen wir rechts abbiegen. Geradeaus her. Also die Skelette sind stärker geworden, weil ich ein paar Runen angelesen habe, scheinbar. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber ich habe, glaube ich, ein paar eingestellt, habe aber mittlerweile wieder gesammelt. Wir lassen es jetzt momentan aber so, dass es nicht allzu OP ist, natürlich. Aber sobald wir es sehen, die Skelette sterben zu oft oder der Golem gibt zu oft, lesen wir ein. Also hier defensiv uns halten. Und natürlich, dass wir genau, das ist unique. Dass wir da eigentlich auch wirklich die Gegner killen können, oder? Also die Skelette sind halt so stark, dass sie momentan alle wirklich sehr schnell killen, aber sobald sie langsames killen oder eben sterben, müssen wir halt Runen einlesen. Und ja, jetzt droppen natürlich auch viel mehr Set-Item dann. Das ist meistens so ab Level 40. Das ist jetzt auch wieder einfach ein Rare, der in Unique-Form sozusagen ist. Also die Farbe einfach. Aber nur ein Rare ist, nur vielleicht ein bisschen stärker. Oder? Aber wir haben ja MF ein bisschen drauf. Wir brauchen den Stab gar nicht zu tragen. Sieht aber sicher cool aus. Ah, den könnten wir vielleicht hier unten hinlegen. Den schaue ich mir an, der ist aber schwach für den Anfang. Die ersten Levels. Okay, er sieht ganz anders aus als auf dem Bild. Das ist einfach so eine grüne Aura, oder wo das macht. Auf dem Bild. Gut, also Holzstäbe sind natürlich auch cool, wenn sie so richtig verwurzelt oder verästigt sind. Sieht manchmal so schön aus. Wie immer ist die Natur natürlich immer so schön. Und schwer für den Entwickler zu machen. Bester Stab, den kenne ich noch. Oh, 10. Ich würde den gerne mal verwenden. Der macht nämlich. Ja, nein. Das Laserschwert will ich lassen. Dann so halt. Bester Stab ist einfach für den Nahkampf, nicht für Magie.
Er sieht aber so cool aus. Der Frostmagier. Mehr MF ist besser und Schild haben wir sowieso ganz schwaches. Deshalb mit dem weitergehen. Testor Stab. Testor ist ja der Technikgott, glaube ich, ja. Also ein göttlicher Zepter. Oder er starb. Er starb. Sieht aus wie ein Zepter irgendwie, der einfach übergroß ist. So, du wirst wahrscheinlich irgendwo hingeführt werden. Einen Ring holen. Ja komm, machen wir das kurz. Ein Ring ist doch hoffentlich nicht so schwer zu holen, oder? Ich frage mich, was das für eine Attacke ist. So langsame Geschosse. Aber wir müssen zurück. Jojo. Ja, es sind viele Gegner hier. So vereinzelt. Oh. Und du willst einfach nicht kämpfen. Jetzt bist du tot. Wenn du nicht kämpfen willst, gell? Dann bist du tot, tot. Konstitution ist halt immer wichtig in so Mods, wo so viel über dem Schaden geht. Und alle Resistenzen kann man eigentlich besser mit Items machen. Man muss sich halt auch defensiv ausrüsten können, dann mit Items. Und deshalb plane ich jetzt schon mal vor, oder? Ohne Items sind wir natürlich sehr squishy. Aber das ist ja, weil wir keine Items gut finden, die defensiv sind. Da viel mehr spielen müssten und müssen. Und wir leveln natürlich auch zu schnell und wir sind jetzt einmal getroffen worden und schon. Hey, hallo, kämpft doch endlich! Ja, das ist ein Problem, die sind jetzt ganz passiv geworden. Die sind ganz passiv geworden. Ja, aber bitte nicht. Die sind so heftig stark. Einen Millimeter mal ein bisschen zu weit oder so. Schon so richtig in Bedrängnis. Okay. Also es ist einfach so ein Gebiet, wo die Minions wieder nicht angegriffen haben und deshalb kamen alle zu mir, haben nur noch mich als Bullying gehabt. Ja, ein bisschen problematisch. Haben wir irgendwo noch Items? Ein paar noch im Boden. Ja, die Geschosse und diese Flammenbälle von den Magen sind echt stark. Wir haben so wenig Resistenzen, denke ich mal. Ja, jetzt müssen wir upgraden. Also jetzt müssen wir langsam Items finden, die richtig defensiv sind. Und einfach raus aus diesem Gebiet. Oh, Sinn. Ja, also der Entwickler von diesem Mod hat ein bisschen übertrieben in allem. Vor allem vom Super Spawn Mod. Ja, kann man leider nicht irgendwie getrennt deaktivieren oder so. Dass die Gegner so extrem weit und Minions extrem weit sehen können und angreifen. Muss man immer so ein bisschen dabei sein. Ja, jetzt müssen wir nur irgendwo reinkommen. Hallo, einzelne Gegner. Ah, der ist einfach hier vorne. Okay. Haben wir das auch gemacht. Hier haben wir noch etwas zum Skillen. Ah, da ist. Cool. Also was wollen wir nehmen? Was haben wir jetzt momentan? Wir haben Altern. Altern ist eigentlich ziemlich gut am Anfang. Ich nehme auf jeden Fall das obere. Aber man weiß nicht, was es macht. Wahrscheinlich. Ja. Wir probieren ein bisschen aus. Also die Area muss ich nicht haben. Wenn wir jetzt größere Gegner verfluchen können, das muss ich jetzt nicht haben. Zum Beispiel auch nicht unbedingt so die Abklingzeit oder so bekriegen. Ja, das war mir eigentlich gut geschafft. Ja, blau würde eigentlich auch gut sein. Einfach kurz ersetzen. 63, 61, also viel mehr. Aber es geht irgendwie nicht. Okay.
Man sieht nicht, welche man gerade in der Hand hat. Die waren genau gleich geformt. Das ist jetzt einfach vielleicht mehr vom Feuer jetzt momentan reinlegen. Nur noch einen besseren finden. Und dort immer umwechseln. Oh, jetzt kommen wieder ein paar. Also die Länge, die Größe ist, glaube ich, gleich. Sieht schon größer aus, natürlich. Aber ja, dann haben wir halt das, diesen Boden. Gibt halt meistens nicht so viele Möglichkeiten. Also vielleicht noch mehr verlangsamen. Andere Dinge machen. Oder irgendwelche ganz speziellen Sachen machen beim Gegner. Also eigentlich langsamen ist ja schon Resistenzen senken. Treffsicherheit senken oder so. Ja, irgendwas so etwas. So, jetzt sind wir dann bald. Okay, wir sind noch ein Stück. Ein großer Weg. Ein großer Weg mit wenigen Quests. Es gibt eine tolle Quest dann in diesem Gebiet, wo das Quest ist. Hier. Da müsst ihr einfach hier an einem Hof eine Quest annehmen. Also vor der Stadt. Es gibt eine tolle Quest, die ein bisschen lustig ist. Ein bisschen schief läuft für den Questgeber. Aber dann kann man natürlich alles wieder in Ordnung bringen. Was macht ihr da unten? Also wir laufen jetzt ein bisschen mehr durch, das geht sonst zu lange. Jetzt momentan nur kurz ein bisschen kämpfen, sonst haben wir dann zu viele. Ihr bleibt hier, macht ihr mehr. Ich muss es irgendwie so machen, dass die Gegner auch bei mir also getötet werden und nicht. Ja, weiter vorne. Ja, so ein Schuss macht jetzt wieder. Du brauchst keinen Schaden, aber vorher so mega. Ich glaube, es sind die Elite-Gegner, die vor allem einfach viel zu übertrieben Schaden machen. Ist ja bei Intentioned Edition auch so gewesen, dass man halt einfach mega lange geklopft hat gegen Elite und gegen normale Gegner nicht viel. Das Balancing, das muss besser sein in diesen Mods. Es ist ein tolles Spiel, aber die Mods haben einfach noch nicht genügend gutes Balancing, sind aufgehört worden zu entwickeln und so. Ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen zu schade, oder wenn man halt so ein Typ spielt und so einfach keinen Support hat, oder? Ja, es schwer zum Moden ist. Da zu wenig Games erscheinen. Was hätte ich jetzt gerne wieder ein neues Hack and Slay, so wie Ding Secret 2. Genau in dem Typ. Aber es kommen immer so diese Season-Spiele und so. Ich kann nicht jeden Tag so viel spielen. Ich will keine Seasons haben. Ich will ein Abenteuer haben. Ich will halt auch die Leute sehen und nicht in irgendwelchen Lobbys drin haben. Ja, leider war Last Ark nicht so gut. Ich habe es wirklich nicht gerne gespielt. Es war zu ja, südkoreanisch, sage ich jetzt mal. Zu asiatisch. Es hat mich nicht motiviert. Es muss deutsch sein. Oder amerikanisch natürlich, ist auch gut. Aber nicht gerade so asiatisch. So Manga-Zeug und so. Ich habe es einfach nicht gerne. Ich bin nicht so der Typ, der das wirklich auch immer haben möchte. Also, ja, gerne spiele ich sicher auch, aber eben. Es muss nicht immer sein. Es gibt zu viel von denen. Und ich bin halt eher realistisch. Also ich möchte nicht gerade Riesenköpfe oder Riesenaugen haben. Ich möchte nicht unbedingt so ganz moderne Sachen haben. Sondern ich möchte ganz ziemlich. Ja, gut Fantasy und ja, so mittelalterlich oder antik. Oder auch neumodisch wie GTA mag ich sehr. Aber nicht irgendwie so. Ja.
Zukunft oder ja, Steampunk. Habe ich zwar immer wieder gerne, aber es muss wirklich Steampunk von 1800 oder so sein. Ich irgendwie so, komm, wir machen dann noch grüne Rauch hin und alles mögliche. Ja, und der Mensch will immer zu viel Neues, aber macht das Neue nicht so gut. Deshalb lieber Altbekanntes, dafür einfach besser und größer und neuer. Das ist einfach das Bessere, oder? Typisch Gothic 2 oder so. Oder typisch halt Sacred. Ja, ich bräuchte lange, aber ich würde gerne so ein Spiel machen. Nur auch halt Hilfe. Ein alleine kann niemals ein gutes Game machen. Er braucht da viel zu lange und kann halt nicht alles machen. So Geschick, Fächerblitz. Fächerblitz ist doch einer von diesen Fähigkeiten. Hier drin schauen. Ah, das ist Resistenzen, Schwächen, Widerstandsschwund. Okay, ist leider auch nicht so gut. Aber wie sieht er aus? Ah, das fängt. Okay. Das ist eine Waffe? Aha. Ich hab mich mehr erinnert. Eine Waffe. Ohne Kennzeichnung schwer zu sehen. So, jetzt noch ein bisschen, sind wir dort. Das wird wieder ein Part, der nicht so viel. Uff, komm. Soll ich groß schreiben als Titel? Clickbaiten will ich ja nicht. Ich schreibe das, was wirklich hat passiert. Was ist passiert? Ja, dass wir fast auf die Fresse bekommen haben, fast gestorben sind. Erst Schaf, ist das die Quest jetzt? Okay, dann habe ich einen Titel, weil es ist jetzt gar noch nicht ganz so spät. Ich will lieber ein bisschen länger ein Video machen. Bringt mich noch zurück nach Hause, damit ich mich zurückverwandeln kann. Ja, meh, ich meine, hallo. Schau dich nicht so an, ich bin ein Schaf. Ich bin einfach so blöd gewesen und habe ich mich in ein Schaf verwandelt. Und kann jetzt nichts mehr machen, außer grasen. Oh, der Arme. Ja, das ist die missliche Lage. Das ist ziemlich toll. Müsst jetzt sehen, was passiert. Was er natürlich nicht gerade das, was er will. Oder die Windmühle. Ja, kämpft, genau. Also wirklich eine tolle Quest. Und sie ist auch gleich fertig. Also man muss noch ein bisschen laufen. Aber es passiert einfach etwas Gutes. Etwas Lustiges. Währenddessen töten wir mal die Gegner, damit die nicht später kommen. Drei Kühe ineinander fast. Ein Dreieck, es zeigt den Weg. Okay. Ich glaube, die waren im Hauptspiel nicht da, als ich die Quest gemacht habe im Hauptspiel. Ja, und jetzt? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hey, da war der. Ah, da ist jetzt, okay. Ja, das muss. Hallo, geht aus dem Weg. Ja, das sollte eigentlich nicht sein, dass die jetzt den Weg versperren. Ja, und jetzt? Ah, jetzt geht wieder aus. Gut. Genau, und jetzt? Geht die Quest nicht mehr weiter. Ja, du musst noch eine neue Quest. Oh, das ist doof gemacht. Mach mal rein. Und jetzt? Ja, ja. Genau, der Magier aufsuchen. Stimmt. Und hasse. Genau, hast jetzt den Weg gefunden. Dankeschön. Das Spiel leidet ein bisschen an der Wegfindung.
Also die automatische Wegfindung hätten sie lieber nicht eingebaut, sondern das mit der Maus machen lassen. Und mit der Maus geht es ja schlechter. Boah, wie schnell wir leveln. So, jetzt Rüstungskunde, aber immer noch Konstitution. Ich brauche diese Nahkampfskelette. Die versüßen mir dann den Tag. Die sind nämlich auch ziemlich stark. Wir könnten sie gerne dann mal verwenden nebenbei. Der Golem mal wegwerfen. Und der Golem könnte ich eigentlich dann wieder weg, also anders machen. Das ist ja nicht unbedingt. Das ist einfach nicht vom Spiel unterstützt, dass man so umskillen kann. Aber wenn man nicht weiß, was und was gibt oder so. Oder wie gesagt, ich einfach anschauen wollte. Dann dürfte man ja auch umskillen dürfen. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Okay. Eine Magierin. Jetzt müssen wir wieder zurück. Also, eben, es ist. Das ist noch eine Rüstung. Nein, das ist eine Rune. Und die ist wahrscheinlich auch zum Einsockeln. Ich hab, ja, hier ist es nicht. Ich habe das Fenster ein bisschen verschoben. Das ist nachher nochmals kurz. Da spinne ich dann zwischen den Folgen. So, ja, Vollbild ist ja auch problematisch. Das geht immer so lange, bis es dann wieder angezeigt wird. Das geht meistens zum Aufnehmen nicht gut, Vollbild. Ja, es ist wirklich tolles Spiel, toller Mod und hat einfach diese Probleme, aber die sind so wenig, beziehungsweise ja, man akzeptiert sie natürlich mehr als bei anderen Spielen. Bei nicht gerade so extremst großen oder ja, wo die Entwickler einfach da sind, oder? Man tut irgendwie drüber wegsehen und hat dafür dann auch ein gutes Spiel. Danke, Waterkühls. Alles verläuft wie geplant. Okay. Es hat geklappt. Bei mir hat es irgendwie damals nicht geklappt. Ja, Das war nur fast sieht. zu einfach. Also manchmal tut es irgendwie fehlschlagen. Ist, glaube ich, zu einem Schwein geworden und zu einem kleinen Mädchen oder so. Oder zu einem Geistmädchen. Irgendwie so etwas. Und das ist irgendwie diesmal nicht passiert. Vielleicht weil wir böse sind. Wir sind ja Schattenkampagne. So, im nächsten Part gehen wir hier weiter mit der Pet-Quest. Ich mache sie, denke ich, zuerst, wenn wir es schaffen. Dann können wir besser beim Grunwald uns noch ein bisschen umsehen. Jo, wir müssen ja noch diese Osterquest weitermachen. Oh, gut, dann haben wir hier schon den großen Bär. Der Bär ist groß geworden. So, hier mal noch kurz einen Screenshot mit dem Stab. Gut, schön. Also dann, Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Part. Tschüss.